Und da waren sie, Hajar und Ismail alayhi salam, alleingelassen in der Wüste, zurückgelassen von Ibrahim alayhi salam, auf Befehl seines Herrn, subhanahu wa ta'ala. Sie fragte: Wohin gehst du, o Ibrahim? Willst du uns in dieser Wüste allein lassen? Ibrahim alayhi salam antwortete nicht. Nein, er drehte sich nicht einmal um. Der Schmerz wäre zu groß. Sie läuft ihm hinterher und fragte nochmal. Ibrahim alayhi salam antwortete nicht. Genau in diesem Augenblick erkennt sie, dass Ibrahim alayhi salam dies nicht aus seinem eigenen Willen heraus tut. Sie fragte: O Ibrahim, hat es dein Herr befohlen? Er bejahte es. Sie war froh und zufrieden, denn sie wusste, dass wenn der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala sie und ihren Sohn Ismail alayhi salam nicht im Stich lassen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Plan für sie. Wir kennen die Geschichte und das, was dann passierte. Allein in der Wüste, Ismail alayhi salam bei sich, die Hitze, das Laufen zwischen Safa und Marwa, die Geschichte des Samsam-Wasser. Hajar alayhi salam gab die Hoffnung nicht auf. Sie vertraute auf Allah subhanahu wa ta'ala und überließ ihre Angelegenheit Allah azza wa jal. Oft werden wir im Leben von Prüfungen heimgesucht. Unser Vertrauen schwindet. Und es kann sein, dass wir durch die Prüfung die Hoffnung verlieren. Wir denken ans Aufgeben und fühlen uns verloren, möchten es am liebsten ignorieren. Aber sei dir sicher, mein Bruder, meine Schwester, die Prüfung ist niedergeschrieben. Egal, wo du dich aufhalten wirst, sie wird dich treffen. Würde Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem prüfen, was wir nicht tragen können? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch: Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Jeder Mensch ist anders erschaffen. Keiner ist gleich. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Umstand auf seinen Diener so angepasst, dass er es tragen kann. Die Prüfungen sind abgestimmt nach der Stärke unseres Imans. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Gewiss, mit der Erschwernis kommt Erleichterung. War das nicht der Fall bei Hajar alayhi salam? Eine unglaubliche Erschwernis. Doch ihr Vertrauen und ihr Iman waren felsenfest. So sehr, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie verewigte. Sie nahm die Prüfung an, ohne sich zu beschweren. Und was war der Plan für Hajar alayhi salam, nachdem sie diese Prüfung bestand? Millionen Muslime eilen zu Safa und Marwa, laufen zwischen den Hügeln, trinken Samsamwasser. Immer noch, nach so vielen Jahren. So wie Allah subhanahu wa ta'ala prüft, so belohnt er auch. Wenn wir standhaft bleiben und auf ihn vertrauen, unsere Hoffnung auf ihn setzen, so werden wir nicht enttäuscht werden.